Die A5 von Karlsruhe nach Frankfurt, das Revier der Verkehrspolizei Karlsruhe. Sie kontrollieren, ob Lkw-Fahrer sich während der Fahrt an die Regeln halten. Heute im Einsatz die Polizisten Nicole Vogel, Olaf Steiner und Rüdiger Heiler. Ich bin jetzt 29 Jahre bei der Polizei und ich muss sagen, überwiegend war ich im Verkehrsbereich tätig. Da fühle ich mich sehr wohl, weil ich da auch das Gefühl habe, viel Gutes zu tun. Auch im präventiven Bereich, man kann den einen oder anderen Unfall eventuell verhindern. Die Verkehrspolizisten kontrollieren verdeckt mit einem umgebauten Wohnmobil. Wir stehen jetzt hier in einem zivilen Einsatzfahrzeug. Wir haben in letzter Zeit immer das Problem gehabt, Stauendeunfälle, schwere Stauendeunfälle, die man sich von der Ursache her ganz schwer erklären konnte. Es ist immer die Frage, was ist die Ursache eines solchen Unfalls? Und anhand dieser Verkehrsüberwachung mit dem Fahrzeug hoffen wir, uns da etwas mehr Aufschluss bieten zu können, was der Lkw-Fahrer während der Fahrt so macht. Es ist so, dass wir bedingt durch die Höhe, was das Fahrzeug uns bietet, mit der verdunkelten Scheibe, die abgetönt ist, in Höhe der Position sind, wo der Lkw-Fahrer sitzt, und dann in der Höhe ins Führerhaus reinschauen können. 20.000 Unfälle gibt es im Jahr auf Deutschlands Autobahnen. Bei knapp der Hälfte sind Lkw beteiligt. Das Einsatzgebiet der Polizisten, die A5 von Karlsruhe nach Frankfurt. Machen es vielleicht einfach so, weil durch den Außenspiegel am Lkw sieht man das immer schon recht gut, ob der Fahrer konzentriert am Steuer sitzt, ja, oder ob er sonst irgendwas macht, dass wir uns da dann auch kurz abstimmen, wenn du oder ich was sehen, dass wir dann auch Nicole Bescheid geben. Die Verkehrspolizisten sind für 180 Autobahnkilometer zuständig. Etwa 30 Lastwagen kontrollieren sie täglich. Häufigstes Delikt? Handy am Steuer. Nach wenigen Minuten fällt ihnen der erste Lkw auf. Der hat, Nicole, schau mal bei dem, der hat das Telefon in der Hand, also sein Handy. Nicole Vogel filmt den Verstoß. Sollte es später zu einem Verfahren kommen, sind diese Aufnahmen gerichtsverwertbar. So, Person hält das Handy in der rechten Hand und tippt drauf rum. Der Blick ist auch immer wieder auf dem Display gerichtet, sodass er deutlich abgelenkt ist vom Fahrgeschehen, das vor ihm passiert. Wenn man bedenkt, dass die Reaktionszeit darunter auch leidet, ist es unfassbar gefährlich, wenn ein Stauende käme, dass er natürlich dann schneller drauf fährt. Können wir ihn anhalten, ja? Ja. Okay. Halte mal an. Halte mal an, die Zeit. Parkplatz, genau. Am nächsten Rastplatz konfrontieren sie den Lkw-Fahrer mit dem Handyverstoß. Hallo. Guten Tag. Eine Person Fahrzeugkontrolle. Sprechen Sie Deutsch, Englisch? Regina. Okay, ich bräuchte die Dokumente. Passport, Lizenz, okay. Fahrzeugscheine. Neben Führerschein und Fahrzeugschein überprüfen Sie auch, ob der ukrainische Lkw-Fahrer die Ladungspapiere und eine EU-Lizenz für den Transport mitführt. Problem war, dass Sie telefoniert haben während der Fahrt. Ja. Mobiltelefon haben Sie während der Fahrt genutzt, okay? Mobiltelefon. Es ist in Deutschland nicht erlaubt. Hat er Ladung drauf? Ja. Aber es ist nicht zu erkennbar, was er geladen hat. 5,3 Tonnen. Ja. Generatoren. Ja. Nur mal nachher schauen. Schauen wir uns mal kurz die Ladung an. Ja. Die Ladung an, ob die ordentlich gesichert ist. Genau. Okay. Ein nicht ordnungsgemäß beladener Lkw ist eine Gefahr für den Straßenverkehr. Die Verkehrspolizisten können die Weiterfahrt untersagen. Das sieht mal im ersten Moment. Dankeschön. Das sieht im ersten Moment nicht so schlecht aus. Rüdiger Heiler und Olaf Steiner verschaffen sich einen Überblick über die Ladungssicherung. Kommst du mal? Und hier haben wir gut.
der ist zu. Drei Stück waren nicht zu. Und der, guck mal, der Gurt ist fast über einen Zentimeter eingerissen schon. Ja, ja, genau. Hier auch schneidet es. Ne? Und dann hat er nicht hier. Gut. Nicht gut. Hier hat er sich verdreht, komplett verdreht. Und hier ist auch eingeschnitten. Ja, ja. Wir haben jetzt hier 5 Ladegüter mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Tonnen laut laut den Frachtpapieren. Es ist so, dass die Ladung gesichert sein muss. Jetzt hat er ein Problem in der Form, der Gurt wurde jetzt durch diese scharfe Kante eingeschnitten und ist jetzt schon zur Hälfte so eingeschnitten, dass er auch demnächst wahrscheinlich reißt. Das heißt, wir können das so nicht akzeptieren. 3 Ratschen waren gar nicht verschlossen, die hätten also bei einer Belastung aufgehen können und somit hätte die Gurtkraft versagt. An sich ist damit die Ladungssicherung völlig ungenügend. Das heißt, wir beanstanden das, er muss nachsichern und da auch. Schau mal. Hier, guck mal. Und dann hier, schauen Sie mal, hier haben Sie den Gurt. Der ist komplett verdreht. Nicht gut. Nicht gut. Das sind wir mal die Verkettung dieser unglücklichen Umstände, die hätten passieren können. Er ist abgelenkt durchs Handy, muss dann eine Vollbremsung machen. Und dann kommen hier 5 Generatoren in Schwung. Die kann man dann einfach nicht mehr auffangen, weil wenn die Gurte reißen, dann hält hier nichts mehr. Und dann geht die Ladung wahrscheinlich durch die Plane oder durch die Stirnwand durch. Hast du neue Gurte? Ich möchte. Ja, der Fahrer hat mir jetzt mehr oder weniger durch Gestikulieren zu verstehen gegeben, er wollte ursprünglich den Gurt drüber legen und ordentlich niederzurren, aber von der Firma, bei der er geladen hatte, wurde ihm das verboten. Aber man sieht, es war jetzt genau der falsche Weg. Definitiv darf er erst weiterfahren, wenn die Ladung so gesichert ist, wie wir sie gut befinden. Trotz mangelhafter Ladungssicherung, Rüdiger Heiler belässt es bei einer Ermahnung. Er scheint auch ein ordentlicher Fahrer zu sein, hat auch tatsächlich noch neue Gurte dabei. Insofern verwarne ich diesen Bereich eben mündlich, weil ich ihm das zugute halte. Was natürlich hängen bleibt, das ist an ihm dieser Verstoß mit dem Handy am Steuer. Die Kosten 100 Euro plus 25 Euro Verwaltungsgebühren. In seinem Heimatland Ukraine hätte der Mann lediglich 70 Euro bezahlen müssen. Diese 2 grundsätzlichen Verstöße, Handy und nicht genügende Ladungssicherung, hätten hier eventuell zur Katastrophe geführt. Insofern sind wir schon froh, dass wir jetzt hier offensichtlich den richtigen angehalten haben. Für Rüdiger Heiler, Olaf Steiner und Nicole Vogel.